Also naturgewachsene Dingens, Kakteen. Ach ja, immer wenn ich Kakteen sage, beziehungsweise das Mehrzahl von Kaktus, denke ich immer an Kaktussen. Auch wenn ich weiß, dass es eigentlich Kakteen heißt, aber ich muss immer dran denken. Weil das nochmal so lustig ist. Kaktussen. Kaktussen. Nee. Ach ja. Oh, ich könnte jetzt mal wieder Hühner greeden lassen. Greeden? Ich habe keine Ahnung, ob ich das wirklich immer richtig sage. Darum sage ich immer, dass ich keine Ahnung habe. Obwohl ich mir doch... Nein, bin ich nicht. Das mit den Greeden bin ich mir eigentlich vollkommen unsicher. Ob das... Hieß das greeden? Ich glaube schon. Ach, ist ja vollkommen egal. Ich lasse dich auf einmal Fiki-Figi machen. Ja. Tür, Alter, ohne Scherz. Wieso Eltern keine Türe schließen können? Ich weiß es nicht. Bis sie eine Türe zumachen können. Weil ich verwende so ein paar Wörter, die eventuell meine Eltern nicht unbedingt hören müssen. Und besonders, wenn ich so oft meine Eltern sage, hören die doch erst recht zu, oder? Naja, naja, ich könnte jetzt meine Tür schließen gehen, aber ich könnte doch einfach ganz gekonnt... Oh, Enderman. Alles ignorieren und den Enderman töten. Das war gekonnt. Gekonnt, gekonnt, du. Ja, komm, ja, komm, ja, komm. Skelett ist da, Skelett ist da, der schießt auf mich. Ist mir aber egal, weil ich Pro bin und da rausgesprungen. Aua. Okay, doch nicht. Ich hau einfach ab. Ach, ich gehe jetzt einfach schlafen, ey. Die Monster nerven doch nur. Scheißviecher. Ich drück mich jetzt eigentlich irgendwie schon so ein bisschen vor dem Endbattle. Ich sehe Pfeile. Weil ich letztendlich schon alles habe. Aber mir fehlt doch noch irgendwas. Diamantschwert, was ein Imba ist, was ein bisschen mega OP ist, wäre nicht schlecht. Und dafür brauche ich halt 2 Diamanten und ein Sticky, genau. Perfekt. Hoppala, hoppala. Zang. Zang, haha, so heißt ich mit Nachname. Zang. Ja, sehr lustig, ich weiß. Was soll ich machen, was soll ich machen? Ah, genau, Hühner grünen lassen. Da machen wir das doch mal schnell. Wo sind die Hühner nochmal? Da drüben. Ja, genau, es gab hier keinen Eingang, genau das war das Problem. Aber das ist ja kein Problem so gesehen für mich, weil ich bin ja Pro-like. Ach, ich bin so ein Idiot. Muss ja schon ein bisschen länger warten. Und hier fällt auch viel zu schnell wieder Schnee hin. Oh, da ist ein Ei draußen. Ihr kommt mal alle her, kommt mal her. In Zucht. In Zucht. Da. In Zucht. Yeah, perfekt. Ich sag immer in Zucht, weil die ja irgendwie verwandt sind, bestimmt. Weil früher waren ja nur 2 Hühner da. Und die sind wahrscheinlich schon längst gestorben. Ja, darum, ne, wisst ihr Bescheid. Nicht, dass ihr denkt, dass ich für in Zucht bin. In Zucht, das war mit, Verwandte, ich weiß nicht, wie vierten Grades, zweiten Grades oder so, beziehungsweise ersten bis zweiten Grades, wenn man da Kinder kriegt, nennt man Inzuchtkinder, oder? Und die sowas, keine Ahnung. Ist ja auch vollkommen uninteressant und unwichtig. Schneebälle, ich lag auch wirklich alles, das ist so ein Problem bei Minecraft, man braucht es nie, aber man hat es. Und entweder man hat es oder man hat es, ne, wisst ihr Bescheid. Und, ja, jetzt kommt bald wieder Speed It Up, denn ich würde euch gerne mal zeigen, wie das so da unten abging. Und ja, das heißt, ich würde gerne mal so da mindestens 20 Minuten warten und dann so zeigen, wie die so einfach runterfallen. Immer so duff, duff, duff. Und das heißt, ja, das werde ich euch jetzt auch. Doch, ich bin falsch gelaufen. Das werde ich euch auch zeigen. Wie kann man so dumm sein? Echt. Ich habe es ja extra so mega, mega, mega ausgeleuchtet. Damit ich es nicht verfehlen kann. Und was mache ich? Es verfehlen. So machen das die Pros, wisst ihr Bescheid. Ne, leggy leg, okay, alles easy going. Leute, ich mache keine Laufanimation. Ich schwebe und ich habe kein... Ah, und ich habe nichts in der Hand sozusagen. Also, ich habe keine Hand. Was heißt, ich habe nichts in der Hand? Ich habe keine Hand. Muhahaha. Ich bin ein Geist. Schaut, ich schaue nach unten und ich sehe mich nicht. Ich bin ein Geist. Ein Geist. Ein Geist, der jeden umbringt, der nicht. Ja, jetzt soll ich gerade sagen, meine Videos liked, aber dann sagen wieder voll viele, like, geil, Wichser, stirb, dein Motherfucker, blablabla, ihr wisst schon. Ich würde gerne hier rausgucken, und zwar eins tiefer, eventuell. Ah, hier drauf kann die wahrscheinlich nicht spawnen. Habe ich noch Glas mit? Ne, habe ich nicht. Aber gut, dann würde ich sagen,
Der stört noch ein bisschen so, ne? Ja. Würde ich sagen, speed it up. Nee, fuck, ich kann ja gar nicht. Ach, egal, dann lasse ich das aber so und gehe mal kurz Melonen essen. Speed it up. So, Leute, bin wieder zurück. Das ist nach, keine Ahnung, wie viele Minuten passiert. Habe ich jetzt nicht aufgezeichnet, aber ihr seht das ungefähr, ja, viermal schneller. Also müsst ihr das, was, ja, jetzt passiert ist, mal vier rechnen. Und ja, so oft ist das passiert. Pro Zombie braucht circa zwei Schläge. Ne, sogar fast drei. Alter, wieso brauchen die? Ja, auf ein paar Schläge. Mit, nix sozusagen. Mit Eisenschwerter geht das mit einem Schlag. Also Inzest. Inzest? Nein. Instant. Genau. Inzest. Was war nochmal Inzest? Ach, ist das scheißegal. Instant Kill. Ich weiß, es ist ein bisschen laut. Das heißt, ich muss dagegen kämpfen. Also schreien. Und mit Holzschwerter eigentlich genauso schnell. Mit. Nicht Holzschwerter. Steinschwerter. Mit Holzschwerter habe ich es tatsächlich gar nicht ausprobiert. Hätte ich vielleicht machen können. Aber Holz ist tatsächlich für mich jetzt wertvoller als Stein. Weil ich Stein aber genug habe, aber Holz nicht. Von daher, ne, wisst ihr Bescheid. Übrigens, ja, Melonen sind aus. darum habe ich mir... Also Honigmelonen. Es ist ja noch nicht Melonensaison. Guck, Zombie ist weg. Diese... Das hatte ich mir schon mal sogar aufgenommen, weil ich das nochmal zeigen wollte. Aber wie schon gesagt, es ist ja scheinbar weg. Dafür habe ich mir jetzt Eis geholt. So Eiscreme, was in so einer Schachtel war. Mango-Geschmack mit Orangen. Ich mag ja Früchte mit Dingens. Keine Ahnung. Alter, hör auf damit. Mein Eis. Ich habe schon mehr Orangen als Eis, also lass es. Meine Schwester ist übrigens gerade hier. Willst du mal Hallo sagen? Da verlinke ich dich auch. Ja. Nein. Ich spiele gerade Minecraft und nimm auf, ne, by the way. Also. Nein. Hallo? Mit wem soll ich denn bitte... egal, verpiss dich. Verpiss dich. Hallo? Ich sag dir, wir sollten immer so Hallo. Hallo? Ja, verpiss dich. Mach Tür zu. So, es ist wieder dunkel. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir nach Hause. Wir zaubern... Alter, wir sind gerade mal Level 15. Das heißt, wir werden jetzt nach Hause gehen. Ich werde später noch mal ein bisschen leveln. Und somit dann vielleicht auch... Hoppala, wollte ich gar nicht. Ah, es ist gerade dunkel, also es ist ein bisschen gefährlich. Das heißt, wenn hier so ein Creeper vorbeikommt, ja, dann sieht es schlecht aus, aber gut. Da sind die Eier. Eier, Eier, Eier. Bam, bam, bam. Da, 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 da. Wieder ein Ei. So sieht es nämlich aus. Was soll ich sagen? Ich verzauber mir später mein Schwert. Also, ich fahre mal jetzt erstmal wieder ein bisschen off-stream.
Damit verzauber ich. Oh, ich habe tatsächlich kein Internet mehr. Das sieht man an Skype, da ist so ein graues Zeichen da statt grün. Aber gut. Das könnte ich auch mal zumachen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gefilmt habe. So gesehen eine halbe Stunde, aber das wird wahrscheinlich nur ein Part. Ah, fuck. Ja, ob ich wirklich so lange weg war? Eigentlich ja nicht. Das heißt, entweder habe ich jetzt ein, keine Ahnung, 23-Minuten-Part-Video. Oder ich filme jetzt noch ein bisschen weiter. Und zwar, indem ich Zeit vertreibe, so wie zum Beispiel was ganz Sinnvolles machen. Weil einfach, naja, obwohl das jetzt. Oh, fuck. Obwohl das ja auch nicht mehr so sinnvoll ist. Weil, naja, Kühe brauche ich nicht mehr wirklich. Allein, ja, ich hatte die vorher eigentlich wegen Leder und wegen, wie sind die Dinger? Fleisch, genau. Wie sind diese Dinge? Wie kann ich so nah? Das ist immer so unkonzentriert, wenn ich aufnehme, dann bin ich immer so unkonzentriert. Und das ist eigentlich total kack hier ist, aber gut. Zack. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte den hier machen. Zack. Okay, das ist auch Bullshit, sozusagen. Zack. Wieso werden die alle trocken? Was los? Was ist bloß los hier? Was ist bloß los? Ach ja, ach ja. Ach, wieso sammle ich überhaupt Kartoffeln? Ich sollte einfach alles abbauen und nur Dingens pflanzen, Weizen, weil ich das eigentlich nur brauche. Kartoffeln tue ich eh hier rein, weil ich das nie im Leben brauche. Auch wenn das eigentlich Futter ist, das bringt sogar genauso viel wie Fleisch, aber das brauche ich nicht, weil, naja, ich habe Fleisch genug. Naja, egal. Ja. Genau. Diamant-Axt. Da ich ja eh nicht mehr lange brauche, mache ich aber nur. Im Ernst? Schärfe? Den hier und das kostet 23. was? Ne, sie der Gliederfüßer? Okay. Glück. Bringt mir Glück bei Holz wirklich was? Also mehr Holz? Ich weiß nicht. Effizient mache ich schon mal 2. Effizient 3. Kostet 10 und ich habe noch 5 Level. Glück 1. Okay. Mache ich jetzt einfach mal, weil ich es kann. Aber ich bezweifle, dass es wirklich was bringt mit Glück 1. Aber mal schauen, wäre cool. Oder? Ich glaube schon. Ich hatte schon mal ein Glück, Axt. Nee, scheinbar doch nicht. 3, 4, 5, 6, 7. Nee, bringt gar nichts. Bullshit. Wieso mache ich auch so einen Scheiß? Was kann man denn noch mit? Ach so. Äpfeln vielleicht oder Säpplinge. Ja. Naja. Ist jetzt nicht so berauschend. Ist aber wenigstens schnell. Ne? Ja, ist wenigstens schon schnell. Bringt jetzt auch nicht so mega viel, aber man hat's halt. Man hat's halt nur Level. Passt schon. Zack, 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 zack. Und wieder abbauen. Sehr schön. Bisschen Holz wieder farmen, weil ja, langsam geht uns Holz aus. Langsam aber sicher geht uns Holz aus. Wisst ihr Bescheid? Das heißt, ich. What the fuck? Wie klein ist der denn, bitteschön? Ich würde auch gerne hier so ein paar Holz wegfarmen, paar Bäume wegfarmen, was genau zwischen den Spawner und mein Haus ist, weil dann muss ich immer so komisch krumm und schief laufen um den Bäumen vorbei und das kosten wertvolle Sekunden, was eigentlich nichts ausmacht, aber wenn ich schon Baum fälle, warum nicht? Zack. Eier, Eier, da Eier. Wie können die da Eier hinkriegen? Ich verstehe die nicht. Kann man die etwa rausspülen? Oh, ja, Tatsache. Cool. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr reingehen, um die Eier einzusammeln. Dann mache ich aber den hier. Oh, das habe ich schon eingesammelt. Okay, gut. Auch nicht schlecht. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ja. Gut. Hier noch den hier. Boah, das war cool. Perfekt. Ich gehe dann immer. Warte.
Wenn ich hier rauskomme, mache ich da mal den hier. Und dann muss ich hier langlaufen und dann mache ich. Okay, das heißt, den fälle ich auch noch ab, weil ich es kann. Weil ich gerade so eine schnelle Axt habe, dann denke ich mir so, warum nicht? Ich kann's ja. Ich bin ja Mr. Axtfäller. Auch wenn das eigentlich auch Speed bringt, weil ich. Ne, so wisst ihr Bescheid. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Entweder Speed oder. Ja. Gerade. Bla bla. My Mom ruft mich. Warum? Warum? Ach komm schon, du Wichser. Nimm, nimm. Da lang, da, ja, ja. Komm, den holen wir auch noch ab. Den holen wir auch noch ab. Hä? So, jetzt hat die mich auch nochmal gefragt, ob Internet weg ist. Ja, ich frage mich, warum die es nicht einfach selber kapieren. Wir haben scheiß fucking Telekom. Was das halt cool ist, ich habe jetzt herausgefunden, dass ich nicht der Einzige bin, der Probleme damit hat. Weil ich habe schon die ganze Zeit gesagt, Mama, wechsel doch mal zu Unit Media oder sonst was. Keine Werbung machen, aber Unit Media ist ja schon gut. Und so weiter und so fort. Und die so, ja, mach ich doch nix. Ich, ja, mach selber, wenn du Bock hast. Also meine Mutter meinte so, mach selber, wenn du Bock hast. Ich kümmere mich nicht um so einen Trisch. Ich komme damit klar. Ich kann meine Filme schauen, die ich so schaue. Und damit komme ich klar. Und das reicht mir auch. Und ich so, ja, toll, wenn ich was uploade, habe ich eine Geschwindigkeit von, keine Ahnung, was für ein Kbit pro Sekunde. Und dann die so, ja toll, ich lade aber nichts hoch und bla 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 bla. Und dann frage ich so, wieso wechseln wir nicht Unit Media? Das ist viel billiger und bringt viel, viel mehr. Dann die so, ja, das ist aber, ja, Unit Media wechseln schwer, ich nicht wechseln wollen, weil, ja, kompliziert, Bullshit, wechsel selber, wenn du weißt, wie das geht. Und ja, darum, ihr wisst schon. Und ja, Telekom. Ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich habe es auch schon ein paar Mal gehört, dass Telekom sich einfach mal denkt, so, ja, komm, ich glaube, die brauchen gerade kein Internet, mach mal für 2 Sekunden oder 2 Minuten Internet weg, boom, yeah, scheiß auf die, naja. Und mein Onkel ist genauso, der war jetzt sogar schon bei Telekom und so, wollte statt 6K so einen stärkeren Box oder was auch immer und dem sein Vater und Mutter, ja, sind auch so, wie meine Eltern halt. Ich glaube, so wie ziemlich alle andere Eltern. So, ja. Mir doch egal, ich hab's und ich brauch nichts mehr, also verpiss dich sozusagen. In dem Sinne sozusagen. Ist cool, sowas zu wissen, oder genauso wie das mit den Türen oder keine Ahnung, was Eltern halt, ne? Die Klischees stimmen grundsätzlich alle. Mach deine Hausaufgaben, okay, das ist normal, aber ich mach die trotzdem nicht. Naja, egal, haut rein, Leute. Das war's jetzt für heute, diese Folge, was voll komisch ist. Aber egal, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt wieder gleich nach unten gehen und Erfahrungen sammeln. Tschüss.